So, da sind wir auch schon wieder bei Ori and the Will of the Wisps. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir hinwollten. Weißt du, zwischen den Folgen 10 Minuten gewartet. Ich bin alt, vergesslich, vielleicht auch ein bisschen langsam im Kopf manchmal. Wir müssen jedenfalls hier hoch. Ich wüsste gerne, ob wir nicht hier doch weiterkommen. Vielleicht hängen da Lampen. Hätten wir die Lampen nutzen können, wäre auch der andere Kampf bei diesem Kampfschrank wäre viel einfacher gewesen. Fällt mir gerade eben so ein. Ich glaube, wir können hier lang. Was ist das da oben eigentlich? Aua. So, das Ding haben wir. So, warte mal, da würde ich auch gerne hochkommen. Ah, na so nicht. Aber ich bin mir sicher, wir kommen da hoch. Genug Geduld. Na, Monkey? Du bist kein Monkey. Das sehe ich sofort an deinen Schlappohren. Ich bin sehr aufmerksam. Man nehme diese Karte, die ich gefunden habe. Ich würde sie Lupo dem Kartografen geben, aber er hat genug Karten. Der mit den Federn sollte sie bekommen. Ich habe gehört, dass er Karten liebt. Vielleicht würde er diese mögen. Könntest du es ihm bringen? Ich habe ihn auf der Brunnenquelllichtung gesehen. Eine gestellte Linie und ein X. Das X markiert den Schatz. Kann ich mir die anschauen? Nein. Oh, das ist gemein. Wo ist denn diese von Hand zu Hand Quest? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Wir haben diese Quest, wir haben diese Quest. Okay, frech. Ja, geil. Muss ich jetzt nochmal neu machen, oder? Ja, klar. Ich brauche den nächsten Safe-Spot. Oh, warte. Hat sich gelohnt. Ich weiß halt immer noch nicht, was für Gebäude und wie, wo, was überhaupt. Nein, oh Mann, geh doch einfach nur ein bisschen rund wieder da rein. So.
So, danke schön. Diesmal fliege ich. Hey, wer hat meine Mauer eingerissen? Ist das denn mit den Federn? Komm nur her, lass mich dich genauer ansehen. Okay. Ich glaube, jetzt werden wir endlich Erze los. Trautes Heim. Die Brunnenquelllichtung. Ufer. Sei gegrüßt, ist die Sie, du hast die Richtung erreicht, Geist. Deine Reise hat dich nicht zufällig schon in Richtung des Brunnenquells geführt. Gerüchte einer alten Bibliothek dort haben mein Interesse geweckt. Vielleicht erkunde ich diesen Ort selbst ein wenig. Vielleicht sehen wir uns da ja. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Ja, warum nicht? Schnellreise. Selektiere Geistportale auf der Karte und teleportiere. Oh, das ist super praktisch. Scheiß drauf, nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist super, super praktisch. Auch mein Wissen hat seine Grenzen. Ich kann dir schließlich nicht beibringen, was ich nicht selbst weiß. Aber ich habe von einem Ort voller Wissen, voller uraltem Geisterwissen. Der Eingang soll allen außer den Aufmerksamsten verschlossen bleiben. Viel Glück. Dankeschön, danke, danke. Das heißt, ich kann jetzt rein theoretisch jederzeit schnell reisen. Wenn ich jetzt hier bloß einen Schnellreisepunkt schon hätte, wäre das halt ziemlich cool. Aber aktuell bin ich relativ weit davon weg, also würde ich da noch ein bisschen abwarten. Lass mich hier mal gucken. Da komme ich nicht weiter. Da war doch gerade dieser eine Schmied oder was auch immer. Tok. Sag mal, was hast du da für ein Stück Papier? Und diese klaren, gepunkteten Linien, dieses auffällige X. Das ist eine Schatzkarte. Hier, ich tausche meinen Wanderbeutel dafür ein. Etwas sagt mir, ich werde eine größere Tasche brauchen. Kleiner, aber nützlicher Abenteuer. Was macht der? Oh, da kommt gleich ein Brunnen. Ein Schnellreisepunkt. Durchaus praktisch. Ich habe mich nicht getraut, daran zu glauben, aber du bist wirklich hier. Niven beherbergt abermals einen Geist. Die Mauer hast du ja schnell niedergerissen. Meine Baufähigkeiten sind wohl auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dennoch habe ich versprochen, hier eine Zuflucht vor dem Verfall zu schaffen. Diese Lichtung zählt auf mich, Geist. Doch ich fürchte, ohne Ernst werde ich alle enttäuschen. Die Materialien, die ich brauche, wurden von meinen Leuten aufgegeben, als sie in die Minen flogen. Ohne die nötigen Vorräte könnte mein Traum einer Zuflucht vorbei sein, ehe er begonnen hat. Mit ein wenig Gorlick-Erz könnte ich diese Lichtung in eine Zuflucht verwandeln. Ja, ja, und ich kann mir Dinge davon leisten. Das Geisterportal auf jeden Fall. Ich mache mich sofort an die Hand. Jetzt, da ich wieder bauen kann, kann ich mich wieder einen wahren Gorlick nennen. Es gibt nur wenige wahre Gorlick. Also pass bitte auf, wenn du auf jemanden triffst, der aussieht wie ich. Nicht alle von uns sind dem Verfall rechtzeitig entkommen. Das heißt, wir haben den Schnellreisepunkt, das ist sehr gut. Bevor unsere Heimat vom Sand begraben wurde, sahen die Geister großes Potenzial im Gorlick-Erz. Sie verschwanden, ehe sie ausprobieren konnten, was wir ihnen bauten. Doch jetzt bist du hier und das kann sich ändern. Fehlen mir erstmal zwei. Müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ich bin sehr, sehr gespannt.
So, hier einmal umgucken, da geht's runter. Da würde ich gerne mal schauen. Okay, da würde ich vielleicht aktuell doch noch nicht schauen wollen. Also können wir hier erstmal weiterschauen. Hi Moki, hallo. Ich bin weit gereist, um diese Lichtung zu finden. Sie ist ein Paradies für die Moki. Meine Familie wird es hier gefallen, aber wir haben kein Zuhause. Der Gorlik-Rum kennt sich mit dem Baum aus. Vielleicht kann er uns helfen. Gorlik, sag mal, kannst du zufälligerweise schon mal ein Haus bauen? Ich kann es kaum glauben, ich habe kein echtes Gorlik-Erz mehr gesehen, seitdem wir unsere Heimat verlassen haben. Ich danke dir, Geist. Aber meinst du, mit solchem Material zu bauen? Nun, so kann ich mich wieder mit Stolz einen Gorlik nennen. Ich halte mein Versprechen. Die Lichtung wird eine Zuflucht für alle, fernab des Verfalls und des Schattens am Himmel. Oh nein, kann ich mir auch noch nicht leisten. Wir brauchen mehr Erz. Kriegen wir mit Sicherheit. Hallo Twillen. Ein wiederkehrender Kunde. Immer eine angenehme Erfahrung. Oh ja. Immer lauter sprechen sie deinen Namen. Dennoch habe ich viele Namen auf meinen Reisen gehört, weißt du? Die Namen kaufen meine glänzenden Splitter und gehen wieder. Sie klingen alle ziemlich gleich. Oh ja. Dennoch strahlen meine Splitter heller in deiner Nähe. Vielleicht sollte ich mir deinen Namen merken. Aber dafür müsstest du etwas tun, das es wert ist, sich an dich zu erinnern, verstehst du? Zeig mal her. Dreifachsprung, aber sehr, sehr teuer. Energiekosten um 50% und erlittenen Okay, ich krieg halt mehr Schaden, das ist doof. Zwei zusätzliche Geisterkugeln würde sich rein theoretisch lohnen. Kann ich irgendwas sinnvoll verbessern? Raffinesse muss nicht unbedingt. Das hier fühle ich auch nicht. Also dann eher die Raffinesse. Ich meine, wir haben sie aktiv. Und das ist Bonusschaden. Bonusschaden kann, denke ich, nicht wirklich schaden. Außer im Gegenteil. Und noch ein Moki. Oh, hallo. Ich bin aus dem Moor hierher gekommen, weil ich gehört habe, die Lichtung sei wunderschön. Sie ist wunderschön, aber das Licht hier ist so grell, nicht wie im dunklen Moor. Deswegen verstecke ich mich hier im Schatten. Wenn ich so einen Hut wie diesen lustigen da drüben hätte, also etwas habe ich nicht. Wenn ich einen Hut finde, krieg's er. Und Motai? Ich kann es kaum glauben. Ich spreche mit einem echten Geist. Hier, in Niven. Aus der Nähe bist du kleiner als ich dachte, aber so hell. Ich persönlich falle ja nicht gerne auf. Es ist nicht sicher hier draußen, weißt du? Zu deinem Glück habe ich jede deiner Bewegungen beobachtet. Nur um sicher zu gehen, dass es dir gut geht, natürlich. Möchtest du meine Aufzeichnungen sehen? Okay, wir haben 9% abgeschlossen. Und wir sind schon relativ häufig gestorben. Okay. Bis bald. Ja, cool. Ich brauche halt auf jeden Fall mehr Erz. Und hier geht's auch weiter hoch. Vielleicht gucke ich doch erst da drüben. Das ist halt friedlich. Ich mag's friedlich. Okay, aber wir kommen hier aktuell noch nicht weiter. Na gut. Den finde ich cool. Den finde ich wirklich irgendwie cool. Das ist lustig. Gib mir deine Geisterkugeln.
Ich dachte, ich kann da oben drauf. Okay. Nein. Das war unfair. Ich hatte eigentlich schon gedrückt. So, Hauptsache, die sind alle tot. Ich will immer noch wissen, was diese blauen Blumen da oben sind. Okay. Es geht auch hier weiter hoch, es geht aber unten auch weiter. Aber ich will erst unten gucken. Das war ziemlich dumm. Das war auch ziemlich dumm. Okay, da komme ich sowieso nicht weiter, aber da wäre noch ein Erz. Aua. Ja, ich bleib drin. Wobei ich eigentlich denke, ich könnte... Ich glaube halt, ich könnte da vielleicht hoch, aber offensichtlich jetzt noch nicht. Oh, hier ist noch ein Herz. Und weißt du was? Darum kümmere ich mich auch gleich. Weil wir uns das jetzt einfach leisten können, werde ich mich darum kümmern. Die sollen endlich ihre Häuser bekommen. Wir wollen ihnen eine Zuflucht bieten. Unbedingt. So. Cool. Vor allem glaube ich, dass ich dann hier auch das nutzen kann. Die Moki-Behausungen sind fertig und jetzt, da sie von Gorlekan fertig sind, werden sie noch lange Zeit bestehen. So, die schauen wir uns auch gleich an. Grom hat eine gute Hütte gebaut und eine gute Hütte ist ein gutes Zuhause. Wenn du nach Osten gehst, sag bitte meiner Familie, dass ich ein neues Zuhause gefunden habe, ja? Sie leben im stillen Wald in der ersten Hütte ganz nah beim Eingang. Ich werde dich für deinen Lieferant lohnen und du wirst diesen Schlüssel brauchen. Der Wald ist nicht sicher. Nicht mehr. Schlüssel zur Hütte. Geil. Stiller Wald war das nicht? Okay, ich dachte, das war das Startgebiet. Dann wird das wohl noch ein bisschen dauern. Komme ich da hoch?
Mit einem Dreifachsprung würde ich es schaffen. Ich habe keinen Dreifachsprung. Oh Mann. Das war gemein. Warte, ich guck kurz, da drüben war jetzt bloß das Erz aber mal fertig. Das heißt, wir können jetzt hier nach oben. So, danke schön. Danke. Questmäßig sollten wir nach links, aber ich kann halt hier auch nach rechts. Gott, ist das schön. Oh oh. Ich schätze mal den Mörder irgendwie weg hinzu. Ah, oh, wie süß. Ja, voll cool. Der war gerade eben noch nicht hier. Oh, hallo. Gehst du zum kalten Ort? Ich gehe dorthin, um ein paar Spitzbeeren zu sammeln. Zumindest hatte ich das vor, aber da ist ein großer Bär in meinem Weg erschlief. Ich habe ihn versucht, ihn mit einem Grashalm an der Nase zu kitzeln, aber es hat nicht geklappt. Vielleicht war der Grashalm nicht groß genug. Vielleicht bin ich nicht groß genug. Ein Versuch ist es wert. Hier nicht angreifen, also werden wir da höchstwahrscheinlich noch einen Gegenstand bekommen. Das bedeutet, hier kommen wir momentan noch nicht weiter. Ist da oben irgendwas? Dafür müsste der halt nochmal rauskommen, macht er aber gerade nicht. So, und von hier aus gibt's erstmal keinen zurück. Wir sehen uns an diesem Ort. Wasser aus den Lumaseen fließt hier durch und füllt die Sumpf mit Leben. Oder zumindest floss es hier durch vor dem Verfall. Bevor die Mühle stillstand. Oh, scheiße, das sieht nach einem Haufen Arbeit aus. Der Brunnenquell. Danke. Ich sollte definitiv erst hier hoch. Hallo, Ofer. So sieht man sich wieder, Geist. Ich habe beschlossen, diese alte Bibliothek zu finden. Und ich höre, du möchtest die Räder des Brunnenquells wieder instand setzen. Eine edle Aufgabe. Ich fürchte jedoch, dass diese Tür unserem Reisen ein jähes Ende setzen könnte. Sie bewegt sich nicht. Okay. Soll ich vielleicht doch erst nach unten?
Wenn ich halt wüsste, was mit diesen blauen Dingern hier ist. Aktuell gar nichts. Wir können mit denen momentan noch nichts anfangen. Dann kann ich genauso gut hier runter. Oder zumindest war das nicht der Weg, den ich hätte gehen sollen. Okay, vielleicht war es auch der Weg, den ich hätte gehen sollen. Manchmal muss man ein bisschen Schaden in Kauf nehmen. Kann ich diese Projektile auch nutzen? Weil an den Stacheln komme ich nicht weit. So viel ist... So viel ist halt sicher. Super, jetzt ist es Viech unten. Obviously nicht. Oh, aber ich könnte so. Zu früh. Zu früh. Zu früh. Lass mal gleich sterben. Hier komme ich also rein theoretisch wieder hoch. Und wir kämen ja inzwischen auch wieder rein. Halt, ob es schlau ist, jetzt schon da reinzugehen. Und ich frage mich, ob das ein Safe Point ist, weil ich so glaube ich nicht speichern kann. Aber wir sind am Ende der Folge und das sollte eigentlich auch die letzte Folge dieser Aufwand sein. Zwar war die Entfernung gewaltig.
Oh, ich glaube, die kommen. Die wollen uns auch retten. Oh, wie lieb. Doch die Familie ließ ich nicht rein. Also ich schätze mal, dass das ein safe Spot ist. Ich gucke mich hier unten mal kurz ein bisschen um. Okay. Wie gesagt, das würde ich eigentlich dann gerne beim nächsten Mal machen. Ich gehe einfach davon aus, ansonsten kommen wir, denke ich, auch relativ schnell wieder her oder vor der nächsten Aufnahme komme ich wieder her. Ist ja kein Problem. Ja, wie gesagt, das wäre dann, ich würde dann jetzt erstmal Schluss machen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht bisher. Ich freue mich richtig auf die nächste Aufnahme und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und zeigt es mir doch gerne mit einem Like oder sehr gerne auch mit einem Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich an der Stelle für diese Aufnahme verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Genießt den restlichen Sonntag und bis morgen. Ciao, ciao.